Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Graffiti Around the World, Ausstellung von Dietmar Wanko. Wir begrüßen im Studio Peter Hagspiel. Und wie immer haben wir auch heute die aktuellsten Nachrichten, Wetter und Sportinformationen. Graffiti Around the World lautet das Thema der Multivisionsshow und Fotoausstellung von Dietmar Wanko. Mehr dazu gibt's in unserem ersten Beitrag. Graffiti-Kunst aus der ganzen Welt ist derzeit in Rankweil zu sehen. Möglich gemacht hat das Dietmar Wanko. Der Fotograf machte auf seinen Reisen durch die ganze Welt unzählige Schnappschüsse von Kunstwerken aus der Spraydose. Also ich persönlich liebe die Graffitis. Ich habe sie im Jahr 1970 fotografiert bis zum heutigen Tag. Ich habe 40.000 in meinem Archiv. Und je mehr ich es in der Welt unterwegs bin, umso mehr sehe ich Graffitis. Wird also, glaube ich, eine Reise sein in die Unendlichkeit. Unendlich auch die prachtvollen Farben, welche bei der Ausstellung Graffiti Around the World und der dazugehörigen Multivisionsshow und Fotoausstellung in den Köpfen der Betrachter eindringen. Graffiti ist eine Jugendkultur. Graffiti erzählt Geschichten. Graffitis provozieren, schreien nach Veränderungen, sind, wie gesagt, Kunst. Zu sehen sind aber nicht nur Bilder aus fernen Ländern. Dietmar Wanko dokumentierte im Rahmen des Rankweiler Sommers auch den Graffiti Jam, ein Graffiti-Projekt der offenen Jugendarbeit Rankweil. Auch diese Bilder sind noch bis zum 25. Oktober in der Ausstellung im Rathaus Rankweil zu sehen. Eine tolle Ausstellung also von Dietmar Wanko. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblock. Neue Fahrverhaltensanalyse. Die neue Forschungsmethode Naturalistic Driving ermöglicht es, Verkehrsteilnehmer in ihrem natürlichen Umfeld unauffällig zu beobachten. Dadurch können Risikosituationen im Straßenverkehr genauer analysiert und neue Verkehrssicherheitsmaßnahmen entwickelt werden. Hier werden Lenker beobachtet, ihr Verhalten wird beobachtet und naturalistisch heißt es aus dem Grund, es ist keine Laborsituation, sondern es wird wirklich das Alltagsverhalten, das echte Verhalten wird hier praktisch beobachtet. Es gibt eine ortsbezogene Beobachtung und auch eine fahrzeugunterstützte. Und das klassische Naturalistic Observation ist das Fahrzeug unterstützt und hier werden Kameras im Fahrzeug installiert und auch am Fahrzeug. Das heißt, es wird der Fahrer beobachtet und auf der anderen Seite auch die Verkehrssituation. Vorarlberger BZ Öller wechselt zu Stronach. Der Vorarlberger Christoph Hagen bestätigte, dass er vom Orangen Bündnis in die neue Bewegung des austrokanadischen Magna-Gründers wechselt. Als Beweggrund nannte er Frustration. Gleichzeitig kündigte Hagen an, dass es noch weitere Neuzugänge aus dem BZÖ beim Team Stronach geben dürfte. Und Blumenexal-Abbruch geht voran. Das als Hotel Blumeneck in den Jahren 1900 bis 1902 errichtete Gebäude wurde in den letzten Jahren als Veranstaltungssaal genutzt, bis es nach Anrainerprotesten zur Stilllegung des Saales kam. Der Besitzer, die Generali-Versicherung, will auf dem frei werdenden Gelände 168 Wohneinheiten errichten. Der Abbruch wird in Kürze über die Bühne gehen, damit das vollständige Areal für die Bebauung im nächsten Frühjahr zur Verfügung steht. Gestern Abend wurden Klein- und Mittelbetriebe von den Vorarlberger Nachrichten ausgezeichnet. Mehr dazu gibt's gleich. Und im Anschluss an diesen Beitrag begrüßt mein Kollege Philipp Fasser hier im Studio den Präsidenten des Vorarlberger Tischtennisverbandes, Peter Hagspiel. KMU 2012. Unter diesem Namen wurden gestern Abend in der Ottengau in Hohenems die besten Klein- und Mittelbetriebe in Vorarlberg gekürt. Die Vorarlberger Nachrichten haben diese Aktion ins Leben gerufen, um die KMUs, welche die Wirtschaft des Landes entscheidend prägen, auszuzeichnen. In vier Kategorien wurden die Preise vergeben. In der Kategorie Handel hat sich die Firma Präg GmbH in Dornbirn durchgesetzt. Der Medienzoo ist der beste Betrieb im Bereich Dienstleistung. Die Kategorie Tourismus ging an die Silvretta Sportservice GmbH und die Firma Beiser GmbH und Co. KG holte sich den Preis im Gewerbe und Handwerk. Den Gesamtsieg, also das KMU des Jahres 2012, holten sich die Skilifte Lech. Auch Bundesminister Reinhold Mitterlehner war vor Ort und betonte die Wichtigkeit der Klein- und Mittelbetriebe. Die Gewinner feierten die Auszeichnung und waren allesamt stolz, den Preis erhalten zu haben.
Ja, bei uns geht es jetzt sportlich weiter. An diesem Wochenende, am Samstag und Sonntag, findet in Kendelbach die Heimspielpremiere in der zweiten Bundesliga statt. Der UTTC Raiffeisen Kendelbach ist ja in der letzten Saison wieder aufgestiegen und darf jetzt österreichweit wieder mitspielen. Und da freut es mich, dass zu diesem Thema der Präsident des Vorarlberger Tischtennisverbandes bei uns ist, Peter Hagspiel. Danke, dass Sie da sind. Gerne. Die erste Frage einmal. Tischtennis ist ja ein bekanntes Sportart. Jeder macht es wahrscheinlich oder viele zu Hause auch im Keller oder draußen. Aber der professionelle, sage ich jetzt mal, Tischtennissport in Vorarlberg ist ja auch recht breit gefächert und wird teilweise, glaube ich, fast unterschätzt. Da gibt es schon einige Vereine, oder? Natürlich sind wir sehr breit gefächert. Es sind knapp 700, die im Verband dabei sind und gemeldet sind und Tendenz leicht steigend. Ja, entspricht ungefähr der Größe des Landes. Sollte sich noch weiter verbreiten in Richtung Montafon und ein bisschen noch weiter zurück hinterer oder mittlerer Bregenzer Wald, dann soll uns das sehr recht sein. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Bundesliga schauen, Kendelbach war schon mal in der zweiten und auch in der ersten Bundesliga, dann kurze Pause und jetzt wieder in der zweiten. Wie wichtig ist denn so ein Aufstieg von Kendelbach in die Bundesliga auch für den Vorarlberger Tischtennissport? Ich denke, es ist für unseren Verband sehr, sehr wichtig, dass wir auch in der Bundesliga vertreten sind und so auch unserem Nachwuchs ein gewisses Fenster öffnen, wo man sieht, aha, in die Richtung könnte es auch gehen. Also für den Verband sehr, sehr wichtig, dass es diese Zugpferde, zum Beispiel eben Kendelbach, mit Bundesliga-Beteiligung gibt. Also eben auch ein bisschen ein Ziel natürlich für den Nachwuchs schaffen, dass dann man sieht, okay, man kann auch weiter raus als Vorarlberg. Wenn wir jetzt auf den Tischtennissport und den VTTV nochmal eingehen, was gibt es denn vielleicht Wünsche für die Zukunft? Was könnte oder vielleicht sollte sich sogar noch ein bisschen ändern oder anpassen? Ja, wir sind natürlich ständig an der Jugendarbeit dran, wie vermutlich jeder andere Sportbereich auch. Haben derzeit 9 Jugendliche in der österreichischen Spitze drinnen, was für unseren Verband ein sehr schönes Zeichen ist, ein kleiner Erfolg ist, und wissen aber, dass noch viel mehr möglich sein kann und sollte. Auch in Zusammenarbeit mit dem Sportservice sind wir da sehr eng verbunden und sind da dran. Dann wünscht man auf diesem Weg natürlich auch viel Glück dem VTTV, dass es vielleicht auch irgendwann einmal eine breitere Präsenz des Vorarlberger Tischtennissportes auch in Österreich gibt. Ja. Danke, dass Sie da waren. Danke herzlich fürs Interview. Ja, und an dieser Stelle wünschen wir natürlich dann dem UTTC Raiffeisen Kendelbach noch viel Glück an diesem Wochenende. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Sport. Am Wochenende ist wieder Sport in Rheinkultur angesagt. Auch wir von Ländle TV sind wieder auf verschiedenen Sportevents mit dabei. Unter anderem produzieren wir wieder einen Livestream, und zwar vom Fußball-Landesliga-Kracher zwischen dem VfB Hohenems und dem FC Lautrach. Zu sehen am Samstag ab 16 Uhr auf voll.at. Derby-Time ist in der WHA angesagt. Im Ländle-Derby treffen die Damen des HC Blau-Weiß Feldkirch in der Reichenfeldhalle auf das Team des SSV Dornbirn-Schorn. Spielbeginn ist am Samstag um 18 Uhr. Ab 19 Uhr haben die Herren von Bregenz Handball Heimrecht. In der HLA geht es dabei gegen Union Leoben. Und auch Basketball wird am Samstag gespielt. Die Dornbirn Lions treffen in der Messe Ballsporthalle auf die Wörthersee Piraten. Tip-off ist um 18.30 Uhr. Ländle TV zeigt ab Dienstag die besten Szenen des Spiels im Wochenmagazin. So viel zum Sport, und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zivilcourage, eine beherzte Wandererin rettete einen 4-Jährigen aus einem Bergsee. Ist die geplante Reparatur der Grundbucheintragungsgebühr, die zu drastischen Erhöhungen führen würde, verfassungswidrig? Experten des Bundeskanzleramtes warnen davor. Und in den ersten 6 Monaten dieses Jahres gab es in Vorarlberg 102 Spritklaufälle. Die Schlagzeilen von morgen also heute schon hier bei Ländle TV. Wir haben jetzt noch das Wochenendwetter für Sie. Ich verabschiede mich bei Ihnen und freue mich auf morgen. Tschüss! Heute Nacht ist es wechselnd bewölkt. In der ersten Nachthälfte sind noch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Süd-Südwest. Morgen ist im Bodenseeraum anfänglicher Nebel möglich. Ansonsten wird es am Vormittag recht sonnig, auch wenn höhere Wolkenfelder durchziehen. Am Nachmittag werden die Wolken dichter und verdrängen zeitweise die Sonne. Es bleibt aber meist trocken. Auch auf den Bergen gibt es ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken. Tiefstwert in Vorarlberg am Samstag 3 bis 8 Grad, Höchstwerte 12 bis 14 Grad. In der Nacht auf Sonntag kann es stellenweise etwas regnen. Am Sonntagmorgen gibt es anfangs noch Wolkenreste. Ab dem
dem Vormittag wird es aber recht sonnig und mild, dazu zunehmend föhnig. Am Nachmittag wird es jedoch wieder wolkiger. Tiefstwert in Vorarlberg am Sonntag 4 bis 7 Grad, Höchstwerte 13 bis föhnige 18 Grad. Am Montag ist es anfangs eventuell noch föhnig, bald aber überall trüb und regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt bis etwa 1200 Meter. Am Montag bleibt es kühl mit rund 10 Grad. Am Dienstag regnet es leicht bei Temperaturen von 9 bis 11 Grad.